Hallo und willkommen bei Nerdfallmedizin. Wir sind immer noch auf den Kindernotfalltagen hier in Garmisch-Partenkirchen und der Bernd Landsleitner sitzt neben mir und ist natürlich als Kinderexperte von mir ein bisschen in die Mangel zu nehmen, denn ich komme ja aus der Erwachsenenmedizin und Kinder sind ein angstbesetztes Thema. Bernd, jetzt habe ich vor einem Thema ganz besonders viel Angst und zwar sind das Kinder mit viel Schmerzen. Denn Schmerzmittel, die haben ja potenziell Nebenwirkungen und da weiß ich immer nicht so richtig, wie ist denn da ein sinnvoller Erstangriff. Und das macht es ja bei Kindern ganz besonders schwierig, dass die ja immer schreien, wenn ich da hinkomme. Ich bin noch nie zu einem wirklich kleinen Kind gekommen, was ganz entspannt mich angeschaut hat und mir gezeigt hat, es hat keine Schmerzen. Das heißt, die weinen immer. Erste Frage deswegen, welches Kind braucht überhaupt eine Analgesie? Wie erkenne ich das? Ja, also du kannst dem Kind natürlich nicht die Frage stellen, sind deine Schmerzen zwischen 0 und 10? Das ist ja unser Problem, sondern wir müssen es irgendwie einordnen. Da gibt es eine Skala, die natürlich keiner von uns auswendig kann. Kuss oder kindliche Unbehagens- und Schmerzskala, die versucht genau das auseinander zu dividieren. Die kann eine Hilfe sein, aber ich kann mir die auch nicht auswendig merken. Da muss man mal kurz auf den Zettel gucken und natürlich wäre es schön, wenn man das in gedruckter Form irgendwo dabei hätte. Ansonsten kann man sich, glaube ich, merken, dass bei den Säuglingen und Kleinkindern halt immer entscheidend ist, ob die untröstbar weinen. Und klar ist da ein großer Stress, wenn der Rettungsdienst zur Tür reinkommt und das Kind hat vielleicht auch Angst, dann wird es weinen. Aber wenn man dann so ein bisschen mit den Bezugspersonen in Gespräch kommt und fragt, wie war denn der Schmerzverlauf, kann man sich den schildern lassen unter Umständen. Die Einschätzung der Eltern ist ganz wichtig, aber die kennen ja ihr Kind und können sagen, ich glaube, das hat Schmerzen, weil, und geben dann da irgendwelche Hinweise. Und im Verlauf des Gesprächs kann man dann auch sehen, ob die Bezugspersonen das Kind trösten können, also ob sich das dann beruhigt oder ob es einfach immer so ein Grimassieren hat und im Grunde eben gar nicht tröstbar ist, weder durch ein Kuscheltier noch durch einen Schnuller noch irgendwas. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wirklich Schmerzen sind. Und im Zweifelsfall in der Notfallmedizin gilt natürlich, wenn ich mir nicht sicher bin, behandle ich es immer so, als ob es Schmerzen wären, weil ich die Analgesie eben für eine ganz wichtige Sache halte. Und das ist ja schon mal ein interessanter Punkt, das nicht zu tröstende Kind. Jetzt haben wir uns im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten, Sedierung versus Analgesie. Jetzt frage ich dich ganz provokativ, wenn ich ein Kind ein bisschen wieder zu lahm gebe, dann hört es ja auch irgendwann auf zu weinen. Reicht das aus bei einem schmerzgeplagten Kind? Also das ist genau das, wo, glaube ich, jeder, der in der Kindermedizin tätig ist, total allergisch drauf wird, weil man halt natürlich die Situation kennt, dass derjenige, der nur mit Erwachsenen zu tun hat, ganz schnell genervt ist vom Kindergeschrei und sich dann überlegt, das stresst mich und das muss man sich auch bewusst machen, das stresst das ganze Team. Es ist ja auch so eine Art ständige Anklage, ihr behandelt mich nicht richtig. Und das versucht man in den Griff zu kriegen, indem man das Kind sediert, dann ist es ruhig und man fühlt sich gut, aber das zugrunde liegende Problem ist natürlich nicht gelöst. Also Sedierung spielt eine sehr geringe Rolle, denn wenn ich das Kind vernünftig mit einem Analgetikum behandle und gleichzeitig beruhigend auf die Umgebung wirke, also ich selber kann wahrscheinlich als total Fremder ein fremdes Kleinkind nicht beruhigen, aber ich kann natürlich die Bezugspersonen durch meine Maßnahmen beruhigen und die Beruhigung, die ich da erreiche, überträgt sich dann auf das Kind und das zusammen mit der Analgesie führt dann eine deutlich ruhigere Situation herbei und dann hat man das Problem genauso im Griff. Also die Sedierung, die würde ich wirklich nur im Ausnahmefall sehen, wenn der Fall jetzt so schlimm ist, dass man sagt, das ist jetzt was das Kind also auch von der Wahrnehmung überfordert. Nehmen wir mal an, ein Kind wäre jetzt irgendwo eingeklemmt oder so, würde gerettet. Das ist natürlich äußerst bedrohlich. Und da würde jetzt eine zusätzliche, aber immer nur zusätzliche Sedierung unter Umständen eine Rolle spielen. Okay, das ist ja auch schon mal eine ganz klare Ansage. Also Analgesie geht immer vor Sedierung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Es gibt ja verschiedene Medikamente, die wir da haben. Fentanyl, Sufentanyl gibt es in manchen Rettungsdienstbereichen. Es gibt Ketamin, es gibt Novalgin, ja, theoretisch. Welche sind deine Lieblingsmedikamente, um den Erstangriff beim Kind zu starten?
Also die Lieblingsmedikamente sind zunächst mal Medikamente, für die ich mehrere Applikationswege habe, also die auf jeden Fall auch intranasal anzuwenden sind, weil wenn es nur in Anführungszeichen um eine Analgesie geht, dann bin ich immer ganz schnell bei der intranasalen Gabe, weil ich da halt eine Medikamentenapplikationsform habe, die vom Schmerzniveau nicht an das ursprüngliche Trauma herankommt. Es wäre jetzt ganz blöd, wenn ich quasi ein Kind, das sich nur ein bisschen den Arm gebrochen hat, mit der IV-Zugangsanlage so viel traktiere, dass der IV-Zugang viel mehr Schmerzen verursacht als die ursprüngliche Radiusfraktur. Und insofern spielt da einfach die intranasale Gabe eine große Rolle. Dann kommt es natürlich darauf an, mit welchen Medikamenten hast du Erfahrung. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was bist du für ein Typ? Bist du der Pharma-Nerd und sagst, ich mache mir auch so ein bisschen grundsätzliche Gedanken. Und da muss man natürlich sagen, es ist immer dann, wenn ich Probleme habe, den Patienten richtig einzuschätzen, gewichtsmäßig oder seine Reaktion gut, wenn ich ein Medikament mit einer großen therapeutischen Breite wähle. Das ist ein Opioid eher nicht. Also zumindest ein starkes Opioid, wie zum Beispiel das Fentanyl. Nehmen wir mal an, das würde ich IV geben und würde mich um 50% verschätzen in der Dosierung, hätte ich wahrscheinlich gravierende Nebenwirkungen. Wenn mir das Gleiche mit Esketamin passiert, passiert überhaupt nichts mehr oder weniger. Nur wenn ich mich um 50% zu wenig verschätzt habe, dann muss ich es halt nachdosieren. Also da ist ein ganz großer Unterschied hinsichtlich der therapeutischen Breite. Ich würde fast sagen, dass man mit Esketamin alleine kaum einen kritischen Zustand hervorrufen kann in der Analgesie, während es mit starken Opioiden halt schon leicht möglich ist. Aber der Applikationsweg spielt natürlich auch eine Rolle. Selbst wenn du Fentanyl gibst und du gibst es intranasal, dann flutet es ja über etwa 5 Minuten an, es steigt der Plasmaspiegel langsam an. Und du hast natürlich tendenziell viel weniger gravierende Nebenwirkungen, als wenn du es IV gibst, als einmal Bolus. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Esketamin oder Ketamin ist eigentlich eine ganz gute Wahl. Da gibt es ja immer die Diskussion, Ketamin niemals ohne Benzo. Wie stehst du dazu? Also, wir setzen in der Klinik das Esketamin ein, in Situationen, wo wir Kinder vor Eingriffen sedieren wollen. Das ist zunächst mal seltener erforderlich, als man denkt. Wenn man nämlich eine ruhige Umgebung schafft und es schafft, auch die Bezugspersonen zu beruhigen, brauchen wir in den allermeisten Fällen überhaupt keine Sedierung oder Analgosedierung. Und bei denen, wo es halt doch erforderlich ist, setzen wir das Esketamin intranasal ein, das da sehr gut wirkt. Und wir sehen da in diesem Alter, unterhalb des Schulkindalters, so gut wie keine dieser psychomimetischen Nebenwirkungen. Vorausgesetzt natürlich, du kannst insgesamt die Situation stressfrei halten. Das ist natürlich in der Notfallmedizin nicht immer so. Und deswegen muss man sagen, in der Notfallmedizin ist noch dieser Unsicherheitsfaktor, wie gelingt es mir, die Situation ruhig zu halten. Das wird natürlich draußen auf der Straße beim Verkehrsunfall eher nicht der Fall sein. Zu Hause in der Wohnung eher leichter möglich sein. Da kann ich ein Kuscheltier holen, da habe ich Bezugspersonen und da ist es einfacher. Aber auf den Punkt gebracht, immer erst die Analgesie mit Esketamin und wenn ich dann den Eindruck habe, die Situation ist insgesamt noch ein bisschen stressig, um eben diese Bad Trips zu vermeiden, dann gebe ich sekundär noch Midazolam dazu. Das brennt ja auch bei der intranasalen Gabe, macht mich also als Außenstehenden unbeliebt beim Kind und deswegen niemals als erstes, sondern immer sekundär, wenn die analgetische Wirkung schon eingesetzt hat und dann reicht auch eine niedrige Dosierung. Das ist ja schon mal auch ein super Tipp, ne? Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so viel Gedanken drüber gemacht, weil die Erwachsenen, die halten das ja immer ganz gut aus. Okay, jetzt sind wir ja schon ziemlich im Detail und das Schwierigste beim Kind ist ja immer, wie viel wiegt es denn eigentlich? Ja, ich weiß nicht mal genau, wie viel meine eigenen Kinder wiegen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und da gibt es immer diese Maßbänder oder wir haben ja auch unsere Karten. Hast du da einen Tipp für die schnelle und sichere Einschätzung des Gewichts? Also da gibt es Untersuchungen dazu, die sagen, dass am günstigsten noch ist, die Bezugspersonen zu fragen, die Eltern zu fragen. Aber wie du gut zeigst, ist es vielleicht besser, die Mütter zu fragen. Und meine persönliche Theorie ist, dass man das Gewicht natürlich viel genauer beim ersten Kind als beim vierten weiß. Also das heißt, da ist auch ein gewisser Unsicherheitsfaktor.
Aber mal Spaß beiseite. Die Befragung einer Bezugsperson, die jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen mit dem Kind bei der letzten U-Untersuchung war, wo es ja gewogen wurde, ist schon auch valide. Wenn du das nicht hast, dann kannst du die Körperlänge einsetzen, um ein durchschnittliches Gewicht auszurechnen. Das kannst du ja, da gibt es ja Durchschnittstabellen, diese sogenannten Perzentilentabellen, die gibt es in der Pädiatrie schon ewig. Und das kannst du quasi in eine Liste übertragen und da liest du, 110 cm ist halt ungefähr 5 Jahre alt und wiegt halt ungefähr 18 Kilo oder irgendwie sowas. Ja, das heißt, du brauchst nur die Körperlänge messen und das kannst du ja unkompliziert bei jedem Notfallpatienten machen. Du brauchst also letztendlich nur aus dem Baumarkt ein Maßband, musst das Kind messen und brauchst dann irgendein Regelwerk, wo deine Körperlängen und die Dosierungen drinstehen. Das ist im einfachsten Fall, in Bayern haben wir diese pädiatrische Notfallkarte, ganz einfach, aber bewusst einfach gehalten, da kannst du das einfach ablesen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich aber draußen, das Kind ist im Wald gestürzt und meine Karte ist im RTW und jetzt muss ich erst zurücklaufen, dann kann man es natürlich auch so ein bisschen einfacher machen und jetzt mal überlegen, ein Kind, das noch nicht rumlaufen kann, das ist ja unter 1,5 Jahre, das wiegt grob gesagt, ich möchte mir jetzt keinen Alkoholismus vorwerfen können, lassen, aber das wiegt ungefähr so viel wie ein Sixpack, also so ungefähr in diesem Bereich, also die Kinder unterhalb von einem Jahr, wiegen halt so 6-8 Kilo und ab dem Moment, wo es rumlaufen kann, wiegt es ungefähr so viel wie eine Kiste Bier, also sprich 15 Kilo. Und das funktioniert ziemlich lang, nämlich so lang, bis sie ins Vorschulalter kommen und erst dann machen die so einen Gewichtssprung. Das heißt, in dieser Altersspanne, wo wir am meisten mit Kindern zu tun haben, die irgendwo runterfallen oder so, wiegen die eigentlich so um die 15 Kilo. Und das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, um zum Beispiel die erste Analgesie intranasal zu geben. Dann hast du ja noch den Vorteil, dass die therapeutische Breite bei dieser Applikationsform groß ist und da kann man eigentlich schon mal arbeiten und dann kann man nochmal sekundär nachschauen in seiner Liste, okay, was wäre denn jetzt die genaue Dosierung gewesen? Aber das ist ja schon mal ein super Tipp, dass man zumindest schon mal mental ungefähr vorbereitet ist, wie viel Gewicht erwartet einen, denn man verrechnet sich ja häufig auch in so Zehnerpotenzen und dann kann man das auf dem Anfahrtsweg schon mal so grob sich überlegen. Okay, dann überlegen wir doch mal ganz konkret an einem Fall. Ich komme zu einem Kind, das hat gerade versucht Fahrrad zu fahren, ist dabei gestürzt und hat jetzt eine Stufe im Radius. Ja, und jammert ganz fürchterlich, kann man sich auch vorstellen, so eine Fraktur tut ja vermutlich ziemlich weh. Wie würdest du da herangehen? Was wäre dein Konzept? Das Gute ist ja, wenn ich auf der Anfahrt höre Fahrradsturz, dann weiß ich ja, das ist nicht nur ein Kind, das rumlaufen kann, sondern das schon höhere koordinative Fähigkeiten hat. Also das muss ja mal mindestens 2, eher 3 sein, um überhaupt mit dem Fahrrad rumfahren zu können. Das heißt, da sind wir schon mal gleich in der Gewichtsklasse 15 bis 20 Kilo. Da können wir ganz einfach rechnen damit. Und wenn es eine isolierte Radiusfraktur hat, dann ist es ein typischer Fall, wo man sagt, da brauche ich außer Immobilisation und Analgesie eigentlich gar nichts machen. Also insbesondere keinen IV-Zugang legen und das wäre ein Kind, dem würde ich eine Analgesie intranasal geben. Und jetzt kann man noch so ein bisschen diskutieren, was man möchte. Also ich würde mal sagen, wenn die Aufregung eher groß ist und man noch eine sedierende Komponente möchte, dann bietet sich das Esketamin an. Oder immer dann, wenn ich mir mit der Dosierung nicht so sicher bin, weil es eben die größere therapeutische Breite hat. Und wenn ich ein Kind habe, mit dem ich mich schon gut verständigen kann, dem ich alles gut erklären kann und der sich auch verbal gut beruhigen kann, dann steht ja mehr die reine Analgesie im Vordergrund und dann könnte ich ein Opioid nehmen, also Fentanyl, Sufentanyl zum Beispiel und halt entsprechend in meiner Dosistabelle nachlesen, wie da die Dosierung ist. Die Dosis immer auf beide Nasenlöcher verteilen, also egal wie klein sie ist, da wirkt sie schneller und besser und ich kann natürlich auch noch 5 bis 10 Minuten noch nachdosieren, wenn die Wirkung nicht ausreicht. Okay, dasselbe Kind hat leider nicht so viel Glück gehabt, ist nicht nur gestürzt, sondern wurde vom Bus angefahren, schweres Überrolltrauma, also polytraumatisiertes Kind. Wie sieht es da aus? Also das wäre jetzt mal ein Fall, wo wir eindeutig eine Indikation haben, einen IV-Zugang zu legen. Wir haben gesagt, bei den älteren Kindern ist es wahrscheinlich gar nicht so das Problem.
Da müssen wir halt nur beherzt suchen und eine Stelle nehmen, wo wir einen guten Erfolg haben. Also nicht sondieren, sondern wirklich nur da reinstechen, wo ich auch treffe. Und dann lege ich also einen IV-Zugang. Dieses Kind wird ja eine Volumenzufuhr brauchen und sicher auch eine Titration der Analgesie, weil das hat ja sehr starke Schmerzen und da bin ich mit dem IV-Zugang natürlich besser dran. Welches Medikament ich da jetzt auswähle, ist letztendlich wieder genauso wie bei dem leichten Fall. Also im Zweifelsfall immer Esketamin, da kann ich viel weniger Probleme verursachen, da habe ich eine viel größere therapeutische Breite und Sicherheit. Und ich habe auch für so einen schweren Fall die sedierende Wirkung, die ja in dem Fall auch erwünscht ist. Und natürlich kann ich dann sekundär noch, wenn die Situation entsprechend bedrohlich ist, noch eine geringe Dosis eines Benzodiazepins dazugeben. Okay, aber das sind doch schon mal tolle Aussagen. Dann würde ich sagen, fasse ich das mal ein bisschen zusammen. Also Analgesie, wann überhaupt? Immer dann, wenn das Kind nicht mehr zu trösten ist, dann müssen wir uns überlegen, das sind wahrscheinlich Schmerzen, die damit reinspielen. Und dann sollte eine Analgesie erfolgen. Ganz wichtig, Sedierung alleine ist keine Analgesie. Das heißt, immer Analgesie first und dann vielleicht die Sedierung add-on. Dann hast du gesagt, therapeutische Breite des Medikaments bedenken. Das Esketamin ist, glaube ich, jetzt ein paar Mal gefallen im Video. Also ein sehr gutes Medikament wegen der großen therapeutischen Breite. Man kann sich da auch ein bisschen verschätzen und es hat nicht ganz so schlimme Folgen. Zur Gewichtsabschätzung hast du uns tolle Tipps gegeben und ich habe auch gelernt, wie viel so ein Sixpack wiegt und dass ich wahrscheinlich ab dem 7. Lebensjahr meine Tochter nicht mehr so leicht heben kann. Ansonsten gibt es aber eben diese Tabellen, an die man sich unbedingt halten sollte und zum Erstangriff. Und dann eigentlich nochmal Statement, intranasal für den Erstangriff eigentlich immer gut geeignet, es sei denn, die Umstände oder die Erkrankung benötigen sowieso einen IV-Zugang und dann kann man natürlich auch IV analgesieren. Wunderbar. Bernd, vielen, vielen Dank. Ich freue mich und bin schon total gespannt, was uns jetzt noch so auf den Kindernotfalltagen erwartet. Ihr wisst Bescheid, wenn es Fragen gibt, gerne stellen. Und natürlich gibt es viele Kochrezepte auf der Welt und wir sind auch auf eure Kochrezepte gespannt. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.